Hallo und herzlich willkommen zurück zu XCOM 2. Ja, es geht weiter. Und warum bin ich im Menü? Ganz einfach, ich habe einen Kommentar gekriegt. Und zwar habe ich euch ja gefragt, ob ihr Teil des Ganzen sein wollt. Und einer hat sich natürlich gemeldet. Und deswegen will ich ihn natürlich mit einbinden. Das sieht jetzt auch sehr gut aus. Wer ist denn das hier? Kenne ich gar nicht. Interessant. Bugs gibt es offenbar auch. Und das ist offenbar auch verbuggt hier. Naja. Sehr, sehr merkwürdig. Ich kann mir vorstellen, dass ich die eigentlich nicht genommen habe. Okay. So. Alter, ich habe hier immer was im Hals. So. Da habe ich doch glatt einen Kommentar gekriegt. Und ihr könnt natürlich auch unter diesem Video einen Kommentar schreiben. Unter jedem eigentlich. Welchen Charakter, welcher Name und welche Klasse der am liebsten sein soll. Und vielleicht am besten auch, ob Mann oder Frau. Das wäre, glaube ich, auch noch hilfreich. Das kann man nämlich aus dem Namen nicht immer erkennen, so. Aber hier kann man es erkennen. Und ich glaube, bei dem Namen kann ich mir das vorstellen, dass... Wollen wir den Italien? So. Ja, ich hab's richtig geschrieben. Wahrscheinlich ein Verwandter von Konrad Schacht. Oh Gott. Hat er einen Spitznamen? Spitznamen wäre auch cool gewesen. Aber, naja. Spitznamen lassen wir mal weg. Obwohl, nee, da fällt mir gerade ein. Ich gucke gerade so durch den Raum. Vielleicht kann ich ja irgendwas nutzen hier. Ich lasse das noch offen. So. Haare. Gesicht, da sieht man ja gar nichts. Ich muss dir mal eben kurz das Bandana entfernen. Ich bin sowieso nicht so für Bandana. Da haben wir schon einen. Boah, das sieht aus wie... Das sieht so ein bisschen aus wie ein Fußballer. Betonstiefel sollen wir auch nicht haben. Er kriegt Standard. Er will Ranger sein. Das war auch eine Frage. Ich glaube, eine schöne Narbe quer übers Gesicht, das ziert. Genau, das machen wir. Ja, super. Jetzt erinnert er mich sehr stark an... Der erinnert mich an irgendwas. Ich weiß aber nicht was. Gut, das hätten wir aber. Haarfarbe. Haarfarbe lassen wir mal so. Augenfarbe blutrot. Hautfarbe, ja, weiß, perlweiß natürlich. Rüstungsfarbe ist das dann. Vorausgesetzt, er kriegt dann die Stelle.
È chiaro. Agli ordini. Via, via, via. In movimento. Vado. Vado. In movimento. Forte e chiaro. Roger. Affermativo. Mi muovo. Eseguo. Bene. Scatto. Ok. D'accordo. Io ci sono. Si può fare. Via, via, via. Via, via, via. Roger. Via, via, via. Ci penso io. Scatto. Vado. Cliff, was russisch. Su, su, su. In movimento. Roger. Molto bene. So, gerade. Mi muovo. Via, via, via. Ich nehme sono già lì. Oh, ich glaube, ich nehme doch lieber Deutsch, oder? Bien aussi. Bien aussi. Okay, je bouge. Je suis sur le coup. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Ja. Wird gemacht. Soldatenklasse, Ranger. So, Waffenfarbe. Gelb. So. Ich glaube, so lassen wir es. Dann können wir ja das Spiel laden, oder? Schönes Bild. Wollte ich auch gerade mitmachen. So, unsere Energie sieht schlimm aus. Was haben wir denn bald? Wir haben ein fortschrittliches Kriegszentrum an einem Tag fertiggestellt. Testbereich Exoanzug. Nur mal so frei. Haben wir die Kommunikationsanlage fertig? Warum ist die nicht aktiv? Oh Gott. Ja. Nee. Ja gut, das ist ja in einem Tag fertig, dann kann er da hin. Wir brauchen echt mehr Wissenschaftler, Ingenieure meine ich. Das kann doch nicht wahr sein, dass wir so wenig Wissenschaftler haben. Waffenkammer sind zwar verwundet, was sind denn die peinlichen Leute? Ach, Trillo natürlich. Trillo Physis ist mal wieder immer erschüttert über die gesamte Welt. Wir können ja mal gucken, ob ist der Herr Meister schon da? Obwohl, nicht, lassen wir es einfach. Ich will mal kurz gucken. Wie sieht's denn hier aus? Wir sind gerade in Westafrika. Ist das wirklich? Ja, stimmt. Das letzte Mal waren wir hier oben. Und da haben wir nämlich den Turm gebaut. Den Funkturm. Was uns mehr Einnahmen bringt. Da haben wir auch schon ganz gut abgeleuchtet. Das heißt, ich werde jetzt den Kontakt hier weiterherstellen, damit wir hier den Punkt kriegen. Das ist wichtig. Fortschrittliches Kriegszentrum einsatzbereit. Soldaten erhalten die Chance, bei ihrer Beförderung eine Bonusfähigkeit zu erlernen. Neues Personalplatz verfügbar. Steigert die Heilungsrate von Soldaten. Neuer Personalplatz verfügbar. Bildet Soldatenfähigkeiten neu aus. Jetzt verfügbar. Tariq Palmer. Ja. Soldatenplatz verfügbar. Bliblablo.
Weise einen Soldaten zu, um seine Klassenfähigkeit neu auszubilden. Ach, das ist dafür also gedacht. Das heißt, ich könnte jetzt Blackie da hinschicken und sagen, ey du, du bist jetzt Scharfschütze, wusstest du das? Und er dann so, oh, nein. Aber ich glaube, ich lasse ihn als Ranger, weil als Ranger geht er ultra heftig ab. Was ist denn das hier? Nicht zugewiesener Ingenieur. Und Widerstandskommunikation ist voll. Was ich aber auf jeden Fall will, ist in der Kommunikationszentrale einen Punkt machen, damit ich hier einen weiteren... Ja, das ist jetzt auch die Frage. Mal hier ist die Alien-Maschinen, aber das dauert ja auch wieder Stunden. Nee, ich glaube, was kann ich hier bauen, theoretisch? Prinzipiell? Die Schattenkammer. Und auch noch eine Kommunikationszentrale, die... die theoretisch wichtig wäre. Ich bin zu nah am Mikro, Entschuldigung. So. Oh, was mache ich denn jetzt? Nee, ich glaube, ich mache Folgendes. Das X hat bestimmt... Abreißen bedeutet. So, zack. Der erhöht es dann um ein... Zwei sogar! Der erhöht es um zwei! Ja, der muss ja da drin bleiben. So, gespeichert. Dann können wir ja mal weitermachen hier. Wir empfangen eine wichtige Übertragung, Commander. Bringe sie auf den Bildschirm. Ich habe viel vom Widerstand unter Ihrer Führung erwartet, Commander. Und Sie haben sich übertroffen. Sid Meier berichtet mir, neues Personal verfügbar ist Sergeant Jerome Conrad, Dr. Aki McKay. Okay, das ist mal wieder ein Wissenschaftler. Ingenieure werden überbewertet, klar. So, Avatar-Fortschritt 2, Alien-Einrichtung gebaut, 1, fertiggestellt, 1. Naja, Widerstandsaktivitäten abgeschlossen, Guerilla-Einsätze 1, Alien-Einrichtung zerstört 1. Avatar-Fortschritt reduziert um 2. Und eine Geheimeinrichtung untersucht und die war anscheinend schwer, aber wir haben es für leicht gehalten und gemeistert. Aber ich werde das Spiel nicht unterschätzen. So, den Fehler habe ich einmal gemacht. 267 Paragraphen kriegen wir. Alarmstufe Rot. Düstere Ereignisse stehen bevor. So, neues Bauprojekt in Vorbereitung und zwar in 5 Wochen direkt. Nächster Vergeltungsschlag ist sogar bevorstehend. Das ist nicht gut. Das heißt, wir haben bald einen Vergeltungsschlag vor uns. Die Aliens verbessern ihre Routine zur Bekämpfung von Bedrohungen und garantieren so einen Monat lang Verstärkung bei allen Guerilla-Einsätzen. No, super. Das allerletzte, was wir brauchen, sind noch mehr Advent-Einheiten, die uns angreifen. Oh, Entschuldigung, das hat Bradford gesagt, damit hätte ich ja tiefer reden müssen. Wenn die Aliens noch schneller werden, könnte die ganze Sache ziemlich schnell aus den Fugen geraten. Ja, ich werde mit Infos mal nutzen, um das aufzudecken. Oh, fuck. Avatar-Projekt, großer Durchbruch. Alien-Wissenschaftler erzielen beim Avatar-Projekt immense Fortschritte und fügen der Fortschrittsanzeige sofort 2 Blöcke hinzu und machen dich total kalt. Die Effizienz, mit der unsere Feinde vorgehen können, ist wirklich erschreckend. Tja. Commander, es liegen Vorräte für Sie bereit. Ja, toll. Commander, wir müssen diese Region jetzt vollständig scannen, bevor wir den Kontakt zum lokalen Widerstand herstellen können. Ich empfehle, hier zu bleiben und den Scan zu beenden, aber die Entscheidung liegt bei Ihnen. Willkommen, Commander. Ich kann den leider nicht holen. Der kostet zu viel. Hätte ich nicht die Dinger gekriegt? Alter, warum sind meine Einnahmen gesunken?
Wir haben eine Erweiterung weit. Hey, ich war noch nicht fertig. Sie haben meine Erwartung weit übertroffen, aber trotzdem senke ich ihren Lohn. Toll, danke. Sittmeier hat unsere Einnahmen gesenkt. Ja. Ich habe nicht so viel zu tun. Setze Kurs auf Sektor 11. Westafrika. Ja, ich probier's nochmal.